Missing someone, ganze Menschenmassen sind aufgebracht. Was ist nur der Hintergrund von dieser Geschichte? Warum will dieser Upload-Filter alles zensieren? Warum ist dieser Artikel 13 so gefährlich? Wir haben uns auf Entdeckungsreise gemacht und wir haben mit diesem Artikel 13 gesprochen und das ist das, was er uns mitgeteilt hat. Muruk, ich rasiere euch. Ich weiß nicht, wer ihr seid, Amenakal. Ich fick euch, Amenakal. Ich rasiere euch alle. Ich rasiere euch alle mit Shampoo am Nacken. Ich fick dich, Amut. Du Göttwerin. Servus Leute und willkommen mal wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, das, was ihr hier seht, ist ein schwarzer Bildschirm. Ihr hört meine Stimme, aber keine Musik. Klar, das könnte man sich umgeben. Wäre dies eine Erzählung, ein ASMR-Video oder ein Podcast. Doch sowas kann man nicht bei einem Let's Play machen, auch nicht bei einem aufwendig produzierten Serientalk. Von dem, was wir hier sprechen, haben alle Angst. Es geht um Artikel 13, das Zensurgesetz der Zukunft, welches unser Internet, was wir kannten, komplett auslöschen würde. Schritt 1 ist getan. Bis zum Juli haben wir dennoch Zeit, um genug Stimmen zu sammeln, so dass man das eventuell stoppen könnte. Tritt dieser Mist in Kraft, so gibt es keine Covers mehr, keine Reaction-Videos mehr, keine Gaming-Projekte mehr, Meinungsfreiheit, künstlerische Freiheit, alles würde der Vergangenheit angehören. So würden nicht nur Hobbys sterben, sondern auch zahlreiche Arbeitsplätze, die durch YouTube und Co. geschaffen wurden. Nun, Satire, Parodien oder das Einblenden von Memes, Sprüchen, GIFs und Quellen wäre dann auch verboten. Wir würden dann in einem Internet leben, bei dem man sogar kein Bild davon hochladen könnte, wie man als Beispiel in der Stadt an einem Brunnen steht, sobald man im Hintergrund etwas sieht, von dem man nicht der Urheber ist. Was wie ein schlechter Scherz in der modernisierten Welt klingt, ist in Wahrheit die Hölle auf Erden. Die Freiheiten, die wir sonst haben, werden uns regelrecht weggenommen. Und warum, meine Freunde? Ganz einfach, weil die klassischen Medien schon immer eine Gefahr im Internet sahen. Bald gibt es keine News-Kanäle mehr. Möchte man ein paar News mitbekommen, darf man sich schön gemütlich abends vor den Fernseher setzen und sich die Spätnachrichten reinziehen, in denen es um Affären von Promis geht, darum, dass die WM ja ach so geil ist und darum, dass die Hitze nicht heiß genug ist. Das sind dann die klassischen Momente, an denen man schon vor dem Intro einpennt, weil der ganze Schwachsinn veraltet ist. Wer kauft sich denn bitteschön heute noch eine Zeitung am Zeitungsstand? Tja, willkommen in der langweiligen Vergangenheit. Nur weil ein paar alte Herrschaften gerade mal Bing und Internet Explorer entdeckt haben und das im Jahre 2018, heißt das nicht, dass sie uns das Internet wegnehmen müssen. Zensur ist ungerecht und dagegen müssen wir vorgehen. Ich werde hiermit alle YouTuber aufrufen, bei meinem Projekt teilzunehmen. Ich lade dieses Video am Donnerstag, den 21. Juni hoch. Bis zum Montag, den 25. Juni, haben alle YouTuber Zeit, mir etwas zuzuschicken. Ich werde ein Community-Projekt starten. Ihr könnt mir ein Video oder eine Audio schicken, was nicht länger als 2 Minuten sein soll, und darin müsst ihr sagen, warum ihr gegen Artikel 13 seid. Ich werde die ganzen Videos dann zusammenschneiden, hochladen und verbreiten und hoffe inständig, dass man das Video auch teilt. Ich möchte keine unnötige Aufmerksamkeit für meinen Kanal haben. Ich schalte auch keine Werbung. Ich möchte nur, dass auch der letzte Erdmensch im letzten Eck aufsteht und die verdammte Petition unterzeichnet. Das geht schnell und kostet nichts. Im Stande dieses Skriptes haben wir schon über 300.000 Stimmen zusammen. Ich halte normalerweise nichts von Unterschriften sammeln, da die Politik bei sowas eh immer am längeren Hebel sitzt. Aber das ist unsere letzte Chance.
Also bitte macht mit. Sobald ihr eine Audio oder ein Video aufgenommen habt, könnt ihr das Ganze auf WeTransfer hochladen und mir den Link via Twitter, Facebook, Instagram oder E-Mail schicken. Alle ausführlichen Infos stehen in der Videobeschreibung. Unterschreibt die Petition und rettet das Internet. Ich bin ja erstmal raus, macht es nicht gut, sondern besser. Ich zähle auf eure Zusammenarbeit. Bis dann und ciao.